Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Wir sprechen hier heute über einen Antrag, der doch schon einige Zeit alt ist. Und zwar ist er vom 2.7.2013. Dort steht, unter der Landtag steht, stellt fest, die PTA-Ausbildung in Nordrhein-Westfalen ist gefährdet. Die Einstellung der Fördergelder hat aktuell zu einer starken Reduktion des Ausbildungsplatzangebotes geführt. Das heißt, hier hat der Antrag oder die antragstellende Fraktion auch eine Zukunftsprognose gemacht vor anderthalb Jahren. Und deswegen kann man ja auch an den heutigen Zahlen einfach mal gucken, inwieweit das der Realität entspricht. Dafür haben wir am 1.12. mit dem Verband für PTA-Lehranstalten in Westfalen-Lippe telefoniert und folgende Informationen bekommen. Es ist ganz eindeutig gesagt worden, dass die Anzahl der Bewerber in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen hat. Von 5 Standorten sind nur noch 4 Standorte vertreten. Das heißt, es sind 210 Plätze weniger als im Jahre 2012. Der aktuelle Jahrgang in Castrop-Rauxel mit 80 Ausbildungsplätzen hatte nur 63 Bewerber. In Gelsenkirchen kamen auf 80 Ausbildungsplätze 68 Bewerber. In Paderborn auf 64 Ausbildungsplätze 46. In Siegen, wo eine Klasse geschlossen wurde, auf 40 Ausbildungsplätze nur 30 Bewerber. Und Minden wurde, wie ja hier vorhin auch schon gesagt wurde, geschlossen. 2011, 2012 waren es noch 20 Ausbildungsklassen. Jetzt sind es nur noch 14 Ausbildungsklassen. Es ist vorhin schon mal darauf eingegangen worden, dass das auch unter anderem an der demografischen Entwicklung liegt. Allerdings sind diese großen Zahlenunterschiede, dieser starke Rückgang ist dadurch nicht zu erklären. Die Erfahrung der Schulen sagt ganz eindeutig, dass es daran liegt, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Lehrgeld alleine zahlen müssen. Was die Schulen immer wieder dadurch ganz klar mitbekommen, dass sie den Bewerbern nach einem Tag der offenen Tür hinterher telefonieren und unheimlich öfters die Antwort bekommen, ich würde ja gerne, aber ich kann mir die Ausbildung leider nicht leisten. Um was geht es hier? Es geht hier um Schülerinnen, hauptsächlich weibliche Migranten, von denen auch viele BAföG erhalten. Und jetzt kommt's, dass die Fördersumme des BAföGs liegt in der Regel unterhalb des Schulgeldes. Viele von diesen Schülerinnen haben einen Nebenjob im Gastronomiebereich und im Tankstellengewerbe. Und selbst die Schülerinnen geben schon an, dass genau dies negative Auswirkungen auf ihre Noten hat, was auch von den PTA-Schulen ganz klar bestätigt wird. Hier die Aussage, seit 3 Jahren werden die durchschnittlichen Abschlussnoten immer schlechter. Zusammenfassend kann man also sagen, die Situation der Schulen für pharmazeutisch-technische Assistenten war bereits vor 3 Jahren äußerst kritisch. Damals stand die Landesförderung von 73 Euro pro Schüler noch zur Verfügung. Somit muss auch allen damals schon bekannt gewesen sein, dass es langfristig zu Finanzierungsproblemen kommen würde. Die Argumentation des Ministeriums, dass jede Apotheke nur 200 Euro bezahlen müsse, damit die Landesförderung kompensiert werden könne, können wir so nicht folgen. Denn das Ziel sollte es nicht sein, die Schulkosten dort umzulegen, sondern die Ausbildung von sämtlichen Schulkosten zu befreien. Zumal ich es auch wirklich, ich könnte es einer pharmazeutisch-technischen Assistentin wirklich nicht erklären, warum sie für ihre Ausbildung zahlen muss, während es der Apotheker nicht tut. Das ist kein Plädoyer dafür, den Apotheker jetzt eine Studiengebühr abzunehmen, sondern es ist ganz klar ein Plädoyer dafür, die pharmazeutischen technischen Assistenten von der Schulgebühr zu befreien.
Eine Zahlungsverpflichtung der Apothekenkammern im Heilberufegesetz hätte möglicherweise eine Übergangslösung sein können. Mit der Kann-Regelung, die allerdings jetzt im Gesetz steht, ist das Problem noch viel größer geworden. Kollege, Ihre Redezeit ist beendet. Ich komme zum Schluss. Es muss jetzt schnell etwas passieren, damit das Berufsbild pharmazeutisch-technischer Assistent auch weiterhin geben kann. Der Antrag der CDU ist, obwohl er anderthalb Jahre alt ist, immer noch aktuell und zustimmungsfähig. Es kann einem nur leid tun, dass die engagierten Lehrer, die unbezahlte Überstunden und Förderunterricht anbieten und die Schülerinnen und Schüler die Suppe auflöffeln müssen, die Frau Steffens ihnen eingebrockt hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegener. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Steffens.